hier, Lask gegen Steyr, das Siebente gegen den Zehnten und den Tabellenletzten, und die Linzer rechnen sich natürlich 3 Punkte gegen die Steirer aus, die noch überhaupt keinen Punkt erobern konnten. Und es könnte passieren, auch wenn man einige ganz, ja, wie man sagen, wilde Neuankäufe gemacht hat, dass man in Steyr jetzt Milan Djuricic ein bisschen ins Kreuzfeuer bekommt. Er hat ja in Serie, wenn man alles zusammenzählt, 9 Spiele verloren. Den ersten gefährlichen Angriff starten aber die Steirer von links nach rechts über Madlena. Der offensive Lask macht den Steirern Räume frei. Hochmeier kommt hier zu kurz und Westerthaler lenkt den Ball in die Latte. Hochmeier kann noch befreien. Ansonsten aber vor knapp 8000 Zuschauern in der ersten Halbzeit ein überlegener Lask. Wenn die Linzer gefährlich werden, dann meistens über die Flügel. Gusnik hat hier eine Chance. Kautz kommt zu kurz und im Nachfassen Torhüter Engelmeier. Bei den Linzern fehlt der verletzte Stürmer Thomas Weißenberger. Eckball durch Duspara und das 1:0 in der 36. Minute durch Jürgen Kautz. Wir sehen das in der Wiederholung. Jürgen Kautz zwischen Daniel Madlena und Torhüter Engelmeier ins Tor der Steirer geköpfelt. Die Linzer erstmals in dieser Saison mit einem Dreimannsturm, Markus Weißenberger, Gusnik und Lorenz, und dadurch haben auch die Steirer viele Konterchancen. Wiederum die Linzer, wenn sie gefährlich sind, dann über den Flügel und dann über Duspara mit seinen gefühlvollen Flanken hier auf Gusnik und ganz knapp über das Tor der Steirer. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Lask sogar schon 3:0 führen können. Wiederum Duspara und Gusnik. Pausenstand 1:0 für den Lask. In der zweiten Halbzeit nur noch vereinzelt Angriffe der Linzer. Hier aber eine Chance für die Linzer, und zwar durch Kapitän Cataglia, eine einstudierte Freistoßsituation. Duspara auf Cataglia, der in den Strafraum hinein sprintet und großartig reagiert. Vorwärtstorhüter Engelmeier. Vorwärts Steyr kämpft verbissen, vor allem eines, die Abwehr der Steirer steht ausgezeichnet jetzt. Und immer wieder diese Konterangriffe hier über Asima, vorbei an Militzki, an weiteren Laskspielern. Aber im Schießen sind sie schlecht. Der Lask gewinnt mit 1:0. Und die große Frage bleibt Trainer Djuricic. Wir stehen nach wie vor zum Trainer und nach dieser Leistung muss ich das noch mehr bestätigen. Ja gut, die Meinung des Vorstandes. Hier gibt es keine Torwette, aber der richtige Tipp für die Toto-Freunde im Spiel 5, richtiger Tipp 1. Und jetzt zu unserem Spiel 5.